Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute probiere ich nochmal ein Bild aus und zwar mit reinem Vinylkleber, ohne Wasser, also Vinylkleber und Farbe. Und ich denke mal, wird ganz lustig. Lasst euch überraschen. Dann bis gleich. Okay, ich habe jetzt hier angerührt, und zwar Kupfer, nur Vinylkleber und Farbe, Neon Pink. Ja, nicht umfallen, unfair. Und Neon Grün. Also wie gesagt, nur Vinylkleber, oh, ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt, nur Vinylkleber und Farbe. Weil meine Idee ist diese, wenn ich den Cell Creator jetzt reinmache, wird es ja auch noch mal ein bisschen dünnflüssiger. So, das Board, so ein HDF-Board, also wie eine Holzplatte mit Baumwolle bespannt. Mache ich jetzt wieder rein mit Vinylkleber voll, also nicht ganz voll, sondern nur in der Mitte. Ihr seht, wie dünnflüssig der geworden ist. So, das müsste eigentlich schon reichen. So, nehme jetzt den Cell Creator, mache aber jetzt überall 3 Tropfen rein, also etwas mehr. 1, 2, 3. Okay, das waren 4, passt. Und 3 Tropfen vom Bubble Booster rein. Also halb, halb. Ich hoffe, das reicht, dass es dünnflüssig wird dann dadurch. Wir testen mal. Ja, es läuft ein bisschen besser, aber bleibt cremig. Ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Gut, ich rühre trotzdem jetzt einfach mal um. Soll ja mal wieder so ein Experiment werden. Ich merke, dass es erst etwas dicker wird. Okay, Gelee-mäßig. Gut, bin gespannt. Wir fangen einfach mal an. Entweder es wird was oder nicht. Ja, Luft drin wieder. Ich hoffe, die Becher stehen. Ups. Kupfer. Dann das Pink. Mal Kupfer. Ja, die sind zu leicht. Und Grün.
Ne, erst einmal pink. Okay. Kurz mal die Gläschen rausmachen. So. Jetzt suche ich mein Röhrchen. Ich hole geschwind nochmal ein. Okay. Ja, mit Pusten ist fast besser. Okay, ich denke mal, das reicht. Okay. Was ich jetzt machen werde, noch mal kurz erhitzen. So. Lass das jetzt mal diagonal runterlaufen. Jetzt noch die letzte Ecke. Läuft natürlich alles ein bisschen langsamer und sehr flüssiger, ganz klar. So. Und jetzt können wir das so hinlaufen lassen, wie es einem gefällt. Okay. Ich denke mal, das passt schon. Geschmackssache natürlich, jeder wie er möchte. Nochmal schön erhitzen. Und da ich ja jetzt diesen Bubble Booster und Cell Creator bzw. Cell Creator mit dem Bubble Booster reingemacht habe, kommen natürlich jetzt auch noch kleinere Zellen raus durch das Erhitzen. Alles richtig cool, finde ich. So, okay. Dann lasse ich es kurz mal ruhen vor 10 Minuten und dann zeige ich es euch von nahem. Na, ich finde es cool. Bis gleich. So,
Freunde, jetzt von allem. Ich finde, es kommt auch gut. Aber ich denke, wenn man es ein bisschen mit Wasser vermischt, so wie das vorige Bild, funktioniert es ein bisschen besser. Aber ihr seht, schöne runde kleine Zellen, also richtig rund diesmal. Hier ist schon zu weit gelaufen ein bisschen, aber passt. Okay. Also gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.